Wer auf dem Land wohnt, der hat vielleicht den Vorteil, dass er mehr Grün um sich herum hat, größere Gärten, aber dafür fehlt es oft an anderen Dingen. Ärzte, Geschäfte oder auch ein schönes Restaurant, eine Kneipe. Und genau so war das auch in Hirschlanden, zwischen Osterburken und Boxberg liegt das. Doch anstatt zu jammern, haben die Einwohner die Sache selbst in die Hand genommen. Der Gemeinderat lernt Bier brauen und die Bürger richten im Rathaus die Kneipe ein. Rolf Ritz über ein starkes Dorf und seinen Zaubertrank. Samstagmorgen in Hirschlanden. Das Dorf schläft noch. Auch auf dem Land steht am Wochenende keiner mehr mit den Hühnern auf. Außer den Freunden der reinen Lehre. Sie wollen zur Quelle. Besonderes Wasser ist es in der Hinsicht, dass es eben unsere Quelle aus dem Eichener Ort ist, ja, und wir sind überzeugt davon, dass das Wasser eine sehr gute Qualität hat. Jetzt müssen wir aber mal dann einfüllen. Und von daher freut es uns ganz besonders, dass wir eben das Wasser aus unserem Ort nehmen können. Aus diesem Quellwasser wird Bier von feinster Qualität. Es ist der Grundstoff der kleinsten Brauerei Deutschlands. Nur alle 2 bis 3 Wochen wird im Hirschlandener Rathaus der Kessel angefeuert und gebraut. Oder besser, komponiert. Wir verwenden 5 Malzsorten, um einfach eine viel breitere Geschmacksstraße zu kriegen. Der Geschmack wird wesentlich voller, viel intensiver. Sie müssen es testen, das ist unglaublich. Wenn man das erste Mal probiert, denkt man, Wahnsinn. Als ich unser erstes Rothirsch probiert habe, habe ich gedacht, gibt's gar nicht, dass man sowas selbst machen kann, dass das was so gut werden kann, das war so, also wir waren alle hin und weg. Seit einem Jahr sind Ortsvorsteher Martin Herrmann und seine Gemeinderäte jetzt Bierbrauer mit Zertifikat. Unter der Woche sind sie Elektriker, Zimmermann oder Schneider. Gemeinsam haben sie in Tettnang einen Braukurs besucht, die Prüfung bestanden und sich dann aus der Gemeindekasse eine kleine 150 Liter Brauanlage gekauft. Samstags wird jetzt nicht mehr Rasen gemäht oder Holz gemacht, sondern die neueste Bierkreation entworfen, handgerührt. Ich habe aber die Malzsorte leicht wieder variiert, und zwar war mir das Rothirschweiz das letzte Mal zu dunkel. Und ich wollte es gerne röder haben, deswegen habe ich weniger vom Karamünch-Typ 2 verwendet, sondern mehr vom Melatonin-Malz, dass man das Bier ein bisschen röder noch kriegen. Ein ganz besonderer Saft, ein Zaubertrank gar, der fast unbesiegbar macht. Denn Hirschbräu, aus der Not geboren, hat den Zusammenhalt in Hirschlanden wiederbelebt, damals als die letzte Kneipe dicht gemacht hatte. Im Laufe der Jahre sind in unserem Dorf wie in vielen anderen Dörfern die öffentlichen Treffpunkte verschwunden. Früher traf sich halber Ort am Milchhäusle. Es gab auch viele Gaststätten noch im Dorf, also in Hirschlanden ganz früher mal 4. Und das Rathaus stand schon viele Jahre leer. Eine Idee musste her, eine Idee, die so gut wie nichts kostet und vielleicht sogar Geld einbringt. Schnapsbrennen war die erste. Leider eine Schnapsidee. Der Zoll hatte was dagegen. Ich habe wochenlang rumüberlegt, was man machen könnte. Und dann lag ich eines Nachts im Bett, schoss mir durch den Kopf, Bier brauen könnte man. Da bin ich sofort aufgestanden, zum PC gerannt, mitten in der Nacht, habe nachgeschaut, welche rechtlichen Bestimmungen das existieren, was Bierbrauen anbelangt, ob es da irgendwie Hemmschwellen für uns gibt. Gibt es nicht, und deshalb ist jetzt der Rathauskeller sowas wie der Ortstreffpunkt. Ob nur zum Schwätzen oder auch zum Anpacken, jeder ist willkommen. Ja, es ist schon ein bisschen intensiver, weil man einfach den ganzen Samstag zusammen ist. Wenn man jetzt so morgens um 8 anfängt und abends um 9 aufhört, dann schwätzt man halt den ganzen Tag irgendwas. Und man kennt die Leute schon ein bisschen besser kennen. Warum kommt hier so viel?
Meine Oma hat mir früher mal erzählt, dass in der Zeit, als noch in fast jeder Ortschaft eine Brauerei war, eine Dorfbrauerei war, dass man da im Winter die Kinder immer in die während des Brautages ihn zum Brauer geschickt hat, damit die dort diese Dämpfe, diese Malzdämpfe, die man da hat, in der Luft inhalieren können. Und es sei sehr gut gegen jegliche Art von Erkältungskrankheiten. Und gut fürs Vieh, von dem es in Hirschlanden gar nicht mehr viel gibt. Dass das draufkommt, ne? Genau. Jawohl, ich habe jetzt seit heute Morgen nichts mehr gekriegt. Ich gehe jetzt noch neu. Ich bin ja der einzige, der letzte Mohikaner auf Deutsch gesagt im Ort, ne, wo Tierhaltung hat, sonst ist niemand mehr da im Dorf, ne. Was soll die machen? Und dann haben die mich angesprochen, also hermit, probieren wir es und wunderbar. Bauer Stetzlers Kühe lieben den Bierträber, das sind ihre Gummibärchen, sagt er. Und die Hirschlandener lieben inzwischen ihr Dorfbier. Jeden Samstag Punkt 19 Uhr öffnet die Wirtschaft im Rathaus. Heute gibt es das Bier, das sie vor 10 Wochen gebraut und eingelagert haben. Und für 2 der Braumeister heißt es jetzt ab in die Küche. Ein Teller bitte, ein Teller. Da geht aber keine Dekoration drauf. Die ist schon draußen. Mir macht es einfach Freude, endlich mal kochen zu können, weil zu Hause, da tobt man sich bei einem normalen Haushalt recht schnell aus. Schon bei Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch ist zu viel für 3 bis 4 Personen. Und hier ist endlich Gelegenheit, in größerem Umfang zu kochen. Ich bin eigentlich übers Essen dazugekommen und gleichzeitig auch in der Familie. Schon der Vater hat gekocht, mein Bruder ist ein leidenschaftlicher Koch. Und so lernen die Hirschlandener sich selbst und ihre Nachbarn mal von einer ganz anderen Seite kennen, was man mit ein bisschen Zaubertrank doch alles erreichen kann. Das ist das Gute, man kommt und will mal was essen, dann kriegt man sogar was Ausgefallenes, was Hausgemachtes. Richtiger Hausmannskost ist ganz anders, wenn man mal in ein gutes, sehr gutes Lokal geht und so eben der Baby da. Das macht mir nicht ganz Spaß, auch da kann man viel Spaß. Ich habe das Rothirsch. Und wie ja, ist es? Gut, es ist würzig, ein bisschen malzig auch und es ist ein bisschen herber, wie das, was mein Mann hat. Weil das Hirschweizen ist ein bisschen milder und ich will halt ein bisschen was Herbes und das schmeckt mir besser. Ich finde es einfach toll, dass was gemacht wird fürs Ort allgemein, dass man nicht groß fortfahren muss, dass man kurz ins Schloss sagen kann, man geht es mal geschwind zu was essen oder so, was trinken, kann man herlaufen, das ist wunderbar. Oben feiern alt und jung die neue Dorfgemeinschaft, unten wird bis in die Nacht weitergebraut, das Bier für den Juli. Der Gewinn fließt in die Dorfkasse für die nächste Anschaffung, eine größere Brauanlage.